Hallo ihr Lieben, ich befinde mich hier gerade in Laa im Schwarzwald und ich werde an einen Ort zurückkehren, an dem ich schon ein Abenteuer erlebt habe dieses Jahr. Und zwar ist es so, dass ich ja mein Handy verloren habe mitten im Wald unter Baumstämmen und mir das dann wiederholen konnte mit, ich glaube, 7 Stunden Graben. Und ja, und man kommt an seinen Unglücksort natürlich zurück. Jetzt bin ich in Laa und jetzt werde ich das auch mal begutachten, wie es mittlerweile aussieht. Also ich habe ab und zu mal Fotos geschickt bekommen, aber gucken wir mal. Und wir machen einfach mal einen Zeitraffer, wie wir dahin laufen. Juhu, ein neues Video von mir ist draußen. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir natürlich auch ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, und wie das ja immer so schön ist, ich richte einmal kurz noch die Kamera. Manchmal habe ich das Talent, dass es nicht ganz funktioniert. Aber für den Anfang sieht es ganz gut aus. Ja, es geht erstmal von der Zivilisation hier aus dem Endstück von Laa in den Wald. Hier auf der rechten Seite befinden sich noch ein paar Schrebergärten. Und dann, der Ausblick war schön. Geht es halt später links noch in den Wald rein. Ich zeige euch auch nochmal eben, wo ich dann letztes Mal mit Sule stand. Und zwar genau am Ende des Weges, hier oben, bevor ich gerade abgebogen bin. Ja, also wie ist es quasi wie beim letzten Mal? Ich habe Show gespielt in Offenburg und danach bin ich hier in den Wald. Und jetzt habe ich Show gespielt im Europapark, also in Rulantica. Weil immer wieder sonntags ist es ja quasi das direkte Anschlussvideo drauf. Und ja, da bin ich auch jetzt hier wieder zurückgekommen in den Wald. Und ich habe jetzt nicht ganz den direkten Weg genommen, weil ich euch diese Route zeigen wollte. Und zwar diese schöne Steilküste. Als ich das erste Mal hochgegangen bin und ich am Telefonieren war, habe ich genau dieselbe Route ungefähr gewählt. Ein bisschen anders. Aber da sah es jetzt abgesperrt aus, deswegen bin ich hier anders gelaufen. Ich meine, das ist 5 Monate her. Was eigentlich passiert ist, Oh hi. Ich werde es euch ja später eh noch ganz genau ausführlich zeigen und berichten. Ich werde euch auch, wie schon dann später nochmal erwähnt, die Links für das erste Video, was wirklich passiert ist und wie es ausgegangen ist, werde ich euch natürlich auch zeigen. Und ja, guckt mal in der Bio, da ist das Video drin, wie ich mein Handy nach ein paar Stunden Graben aus einem Loch gefischt habe, was ich unter einen Baumstamm oder unter ganz viele Baumstämme, die da liegen, gegraben habe. Hier auf der rechten Seite ist gleich der Ausguck, den ich euch nochmal zeige. Aber als allererstes hier der Platz. Könnt ihr schon sehen? Das Loch, den Gang. Wo ist es? Da. Jo. Sieht man auch die Querstreifen. Okay, wir sind angekommen. Was für euch jetzt 2 Minuten ging, waren bei mir über 20 Minuten. Mir ist auch ordentlich warm geworden. Ich habe schon den Pulli ausgezogen. Aber dadurch, dass hier Schnackis und Mückis und alles mögliche rumfliegt und um mich rum brummt, habe ich mir den nochmal umgehangen. Aber wir sind an unserem Ort angelangt. Und hier ist quasi dieser Gang. Ja, ist crazy. Es ist 5 Monate her. Vorher lagen überall Baumstämme drüber. Und jetzt sind hier einfach nur so 2 Löcher. Und man muss sich vorstellen, oben drüber lagen die Baumstämme. Ich drehe das nochmal um und zeige euch das mal richtig. Also hier oben lagen quasi die Baumstämme, zack, alle so gestapelt. Man kennt es ja. Und man kann das hier auch noch sehen, wenn man hier so schaut. Hier ist ja so eine Kuhle und da ist eine Kuhle. Und da sind halt überall, also wahrscheinlich lag dann hier der allererste Baumstamm, zack, mit der Kuhle. Und hier war halt dann Gang runter, also der Berg runter. Und ja, hier habe ich gar nicht angefangen. Ich hatte hier drüben angefangen zu buddeln. Und ja, habe dann irgendwann gemerkt, das ist nicht richtig. Außerdem wäre ich da mit dem Stein gar nicht viel weiter gekommen. Bin dann nochmal hier 2 Meter rüber gegangen. Habe hier angefangen zu buddeln. Und ich meine, da oben drüber, das war ja alles bedeckt. Das heißt, ich habe wirklich, diese Mücken. Ich habe wirklich mich hier durchgebuddelt. Durchgebuddelt. Hier kann man noch auch die Spaten Linien erkennen. Und dann hier oben drauf lag dann mein Handy. Irre, oder? Richtig verrückt. Ja, und jetzt von jetzt sieht es einfach so aus, als ob nichts ist. Also ich meine schon, irgendwie noch ein cooler Gang. Ist auch schon ein bisschen eingefallen. Aber wenn ich hier drin stehe,
der geht mir bis zum Oberschenkel. Okay, ich stehe auch noch auf dem Stock. Trotzdem, bis zum Oberschenkel geht mir dieser Gang, wenn ich jetzt stehen würde. Ja, ich finde es verrückt. Und ja, Menschen werden sich wohl fragen, wofür ist das gut gewesen? Welches Tier war das bloß? Aber es war kein Tier, es war ein Mensch, der sein Handy gesucht hat. Kurz vor einer Reise. Ja, verrückt. Richtig verrückt. Ich meine, hier am äußeren Teil, ja, hier habe ich angefangen. Hier auf dieser Kante, also von hier angefangen. Erstmal natürlich ein bisschen breiter, dass man auch gut reinkommt. Und dann wurde ich immer schmaler. Und dann ist es 2 Meter breit, lang auf jeden Fall, dieser Gang. Crazy, crazy, crazy. So, und in der Höhe, wo die Kamera jetzt gerade quasi ist, da stand ich wahrscheinlich. Bis hier gingen die Baumstämme quasi so auf meine Höhe. Und ja, der Gang war dann hier unten. Und es ist einmal quer runtergefallen. Aber was ein Wunder, ich habe es wiedergefunden. Und das ist einfach sowas von irre. Ich habe echt Glück gehabt. Ja, das wird mir jetzt auch nochmal richtig bewusst. Vor allem da hier dann auch Steine sind, wenn es auf dem Stein gelegen hätte. No chance. Aber die Gegend hier ist einfach auch echt schön. Hier im Schwarzwald bei La. Es ist ja 8:30 mittlerweile morgens und ja, ich falle gleich in meine eigene Grube. Und ich gebe euch mal einen kleinen Einblick, weil da hinten ist nämlich noch so eine kleine Klippe. Wenn ihr nicht vorgespult habt beim Hochlaufen, habt ihr die schon gesehen. Die war einfach richtig cool. Hier habe ich dann mit meiner Mama im Ohr gesessen und wir haben telefoniert. War mega cool. Und ich sehe gerade, in den 5 Monaten hat sich auch hier ein bisschen was getan. Weil natürlich die Bäume haben richtig schönes Blätterdach bekommen. Und man sieht nicht mehr so viel. Aber wir gehen trotzdem mal. Ich drehe die Kamera um. Ihr wollt ja nicht mich genießen, sondern den Ausblick. So. Hier ist nämlich der Ausblick. Wir gehen weiter hin. Da unten ist nämlich so ein schöner Stein. Ich meine, hier wäre auch eine Bank, aber wer will schon eine Bank haben? Wir gehen da hinten runter. Und wenn die Belichtung mitspielt, dann könnt ihr gleich einen Überblick über La begutachten. Wenn wir hier drauf geklettert sind. Ja, einmal in den Himmel rein. Ich glaube, ich muss das Video neu starten, dass ihr das sehen könnt. So, dann ziehen wir die Kamera nochmal runter. Und hier liegt La. Eigentlich ein richtig toller Ausblick. Es ist durchs Weitwinkel natürlich noch weiter weg, als es wirklich ist. Aber ich finde es echt cool. Und hier sind dann überall noch Felsen, die man wahrscheinlich richtig cool beboldern könnte. Und von daher, da oben ist wieder die Bank. Und hier bin ich vor La. Ja, ich weiß noch nicht genau, ob ich den Abstieg dann nochmal mit draufnehme. Eigentlich brauchen wir das ja nicht, nur den Aufstieg. Ich wollte euch nämlich auch mal zeigen, wie weit es einfach weg ist. Und wie schwierig es war, einfach mit dem Fahrrad hier hochzukommen. Es ist nämlich verdammt steil hier. Und dann noch mit einer Spitzhacke und mit einem Spaten. Es ist der Hammer gewesen. Ich habe nachts gegraben, 2-3 Stunden. Und am nächsten Tag habe ich auch wieder gegraben. Und irgendwann lag das Handy da einfach. Ich habe getastet und es lag da einfach. Also ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Wenn ihr das Video noch nicht geschaut habt, worum es eigentlich geht. Oder wie ich so drauf war. Oder was für einen verrückten pink-grauen Segelanzug ich anhatte, als ich mir den Gang gegraben habe. Dann schaut auf jeden Fall da mal rein. Ich verlinke euch das natürlich auch nochmal. Und ja. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut. Ich laufe wieder mit euch runter, weil der Tag ist hier quasi noch gar nicht vorbei. Es ist ja noch Vormittag und deswegen möchte ich dann euch auch nochmal mein Office zeigen. Und ja, deswegen schneide ich das mal kurz hier um. Aber Achtung, Reh. Ah, schon weg. Oder? Da ist ein Reh. Wenn ihr es sehen könntet, hätte ich es euch eingekreist. Ja, leider nicht. Vielleicht sieht man das, vielleicht auch nicht. Steht noch mitten im Wald. Und auf der anderen Seite hier ist ein richtig cooles
Kunstwerk der Natur. Mit der Sonne, sieht verrückt aus. Ah, jetzt läuft das Reh langsam weiter. Da waren wir zu langsam. Aber das finde ich tatsächlich auch sehr schön, wie so ein Mobile mit Spinnenweben. Aber wir gehen mal weiter. Es ist halt auch einfach mit dem Laub ein bisschen zu laut gewesen. Vielleicht war auch ein bisschen zu schnell ich unterwegs. Gleich kommt mir jemand entgegen, deswegen wende ich die Kamera ein wenig nach oben. Und ja, wir machen uns auf jeden Fall mit dem Auto gleich auf den Weg ein bisschen weiter und werden uns an einen kleinen süßen Baggersee setzen, stellen, legen, was auch immer. Naja, auf jeden Fall gibt es dann ein bisschen Homeoffice und es war so, so schön da. Deswegen lasse ich dieses Video nicht hier zu Ende sein, sondern zeige euch so ein paar Impressionen davon auch. Und danach ging es halt einfach nur wieder zurück in die Heimat. Also das heißt erstmal noch natürlich zu meiner Cousine nach Karlsruhe. Da mache ich ja immer einen Zwischenstopp, wenn ich vom Süden nach oben fahre. Und danach aber halt in die Heimat und dann gibt es halt bald die nächsten Abenteuer, was so daheim noch passiert ist. Aber ja, ich wollte einfach hier nochmal hin zurückkommen, weil das einfach eine crazy Erfahrung war mit diesem Graben. Aber jetzt erstmal ab zum See mit uns! Jojo, was geht ab? Guckt mal, wie schön es hier ist. Das ist mein Platz für Homeoffice. Zugegebenerweise, es sieht ein bisschen eher aus wie Freizeit genießen. Ich werde wahrscheinlich auch ins Wasser springen, aber es ist einfach so wunderschön. Es ist so ein kleiner Baggersee, da hinten ist auch so ein Bagger, der baggert noch. Und die Farbe ist der Hammer. Ich hoffe, das kommt auf dem Video auch so rüber. Ja. Und hier werde ich ganz entspannt meine E-Mails, mein Programm machen. Ich habe gerade schon im Auto angefangen und dachte mir so, ne, das mache ich nicht im Auto. Ich mache das hier. Und dann gibt es einen kleinen Stretch und dann gibt es einen kleinen Swimming. Ich würde sagen, perfekter Platz für Homeoffice, ne? Ich brauche ja nicht viel. Ich brauche nur mein Handy, etwas zu schreiben, mein E-Mail-Fach, ein bisschen Internet und dann läuft's. Bin ich sehr dankbar für. Gleich wird noch trainiert, ein bisschen jongliert und gestretched. Schöner See. Okay, it's time for a little break. Okay, ich war noch gar nicht mit den Füßen am Wasser. Deswegen holen wir das einfach mal nach. Juhu. Hoppala. Oh, es ist richtig warm. Und es ist klar. Cool. Das ist ein Fischi. Aber ich bin mir sicher, den seht ihr nicht. Aber der ist ungefähr schon so 20 cm lang. Und es geht ganz schön schnell rein. Und wie ihr seht, es ist klar. Ich bin bis zu den Knien drin. Ich sehe immer noch meine Füße. Und viel weiter sollte ich nicht rein, sonst wird meine Hose nass. Aber geht gut. Geht gut. Homeoffice am See mit ab und zu Wasserpause für die Füße. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Klettert niemals irgendwo rum, wo ihr irgendwas vergessen, verlieren könnt. Und ja, passt auf jeden Fall auf euch auf. Die Natur ist wunderschön. Geht sie entdecken. Vor allem die Wälder und die Berge. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ich drücke euch. Bis bald. Eure Gina. Wow, wir sind schon wieder am Ende eines wundervollen Videos. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. So genau wie dieser Abspann hier. Juhu, Handstand! Ich habe, wie gesagt, links und rechts noch ein paar andere Videos, die du dir gerne anschauen kannst, gerne auch gut bewerten kannst. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Liebe Grüße, deine Gina.